Hallihallöchen und willkommen zurück zu Planet Coaster. Wir machen in der Station direkt weiter. Ich weiß nur noch nicht, womit. Auf der einen Seite denke ich mir gerade, das mit dem Fels hier ist eigentlich ganz cool. Den könnten wir lassen. Auf der anderen Seite bin ich so, hier brauchen wir aber eine Wand und eine Abgrenzung. Damit das Ganze hier funktioniert. Wir können ja beides haben. Theoretisch. Ich guck mal, wie es aussieht, wenn wir den Spaß hier. Oh, das ist ja so eine ungerade Kacke. Und ich verstehe nicht, warum. Weil sie ja beide eigentlich gerade an der Wand anliegen. Muss mir mal einer erklären, warum die dann nicht so sind wie alles andere, sondern meinen, ihr eigenes Ding durchziehen zu wollen. So, wenn wir das hier hinziehen. Ne? Und die Balken. Mal den können wir. Den können wir nicht groß weiter rausziehen, ne? Aber ich hätte den schon gerne hier so als, dass er da auch rausguckt. Mal da nochmal ein bisschen rumarbeiten. Minimal. Wartet. So. Perfekt. So hätte ich das gern. Und dich hätte ich jetzt dann auch gerne noch auf der anderen Seite, dass du da einmal rausguckst. Wunderbar. Dann haben wir hier nämlich optisch das gleiche Spielchen. Das muss man mit dir auch machen, sehe ich gerade. Ja, halt so eine komische Kante, aber ist dann halt so, ne? So. Dann haben wir nämlich auf der Seite das gleiche Muster wie hier. Wenn man hier rumgeht und hier hochgeht, ne? Passt das. Jetzt können wir natürlich hier die Wand damit auch vervollständigen. Machen wir aber wieder nur ein Wanddesign. Den Balken noch. Für die Treppenseite. Das sieht doch gut aus. Wie wir das dann jetzt weiter oben gestalten, müssen wir uns überlegen. Und wie wir das hier gestalten. Die erste Idee wäre gerade, dass wir den Spaß... Achso, nee, warte. Das war falsch. Dass wir den Spaß hier... das ist auch so schief. Ich weiß nicht, was von den Sachen hier schief ist oder das so schief macht. Dass wir das hier auch noch mal dran setzen. Oh, die Wand. Schieben wir dich halt ein Stück rüber. Ihr könnt noch ein bisschen raus, so, damit das da nicht so auffällt. Gut, und dann hat man hier halt die Wand, die hier so durchbricht. Das finde ich okay. Hier kommt jetzt Dach drauf und hier müssen wir jetzt gucken, dass wir natürlich mit dieser Schrägen der Treppe weiter mitarbeiten und nach oben kommen. Ist jetzt natürlich die Frage, wie macht man das am besten? Option 1 ist natürlich echt einfach die Wand hier. Die sind so schief. Aber warum?
Keine Ahnung. Warum die hier so schief sich nach oben ziehen. Weil wenn ich die jetzt alleine nehme, ist die ja auch gerade. Versteht einer dieses Spiel? Ich tue es nicht. So, jetzt sehen wir ja hier schon, das wird nicht funktionieren. Von der Tiefe her. Ich würde aber ungerne noch was dran setzen. Außer wir sagen, wir machen es auf dieser Seite innen. Hier mit bündig, dem Übergang. Der Wand. Das ist noch nicht vernünftig übergängig. So. Von innen dürfte man es ja nicht sehen, also ist das ja egal. Müssen wir nur hier gucken, dass das... Ja, das wird jetzt das Problem, ne? Haben wir denn da so einen Käse gemacht? Wahrscheinlich, damit wir bis hier hinten hinkommen, ne? Aber wir können den hier ja auf jeden Fall weiter rüberschieben. Du bist auch so schief. Habe ich den Übeltäter gefunden? Oder? Ja. Aha. So. Das ist ja egal, dass das nicht so perfekt hier unten ist. Wir wollen ja einfach nur, ne, dass das da weiter durchgeht. Das Ganze können wir dann auf dieser Seite natürlich auch machen. Hallo, roter Pfeil, bitte. Hatte dich. Habe dich auch angeklickt. Danke. Der hier ist die ganze Zeit so schief. Ah, ja, kommen die ganzen Probleme immer. Ah, ja. Okay. So. Ist eng hier mit dem Bauen, ne? Wir wollen jetzt hier noch eine Schräge. Haben wir die Wand als Schräge? Ansonsten ziehe ich sie... Ansonsten ziehe ich sie nochmal durch. Mache einfach hier ein schräges Dach. Ich glaube nicht, dass es die in schräg gibt. Warte mal. Tempel. Die Tempelblöcke, bitte. Ja, es gibt Schräge, aber... Nicht als Wandelemente unbedingt. Könnte man natürlich sagen, man stellt die hier so drauf. Upsi, dupsi. Ihr dreht euch nicht so, wie ich es gerne gehabt habe. Dreht ihr euch denn? Ihr wollt euch so drehen. Auf, ich sag mal, hier an der Stelle geht es. Ne? Hier können wir das damit machen. Gar kein Problem. Aber hier nicht. Dafür ist die dann zu dick. Also ist die... Das ist hier so eine blöde Geschichte, die ich hier gemacht habe, ne? Also könnten wir hier erstmal ein bisschen rumschieben. Sehr guter Plan. Und hier müssen wir damit leben, ne? Dass das hier so ineinander glitscht. Hier können wir dann auch nach oben schieben. So. Das wird dann dicht gemacht. Ich hoffe, wir blockieren uns jetzt hier nicht irgendwo irgendwas. Das werden wir dann aber im Nachhinein sehen, wenn wir da bauen und merken, hups, irgendwie sind wir hier in was drin gelandet. Wie gesagt, hier kommt die Decke hin. Hier aber nicht. Jetzt ziehen wir den auch mal wieder nach oben. Eieieiei, speichert. Ich hatte eben schon ganz kurz einen kleinen Herzinfarkt. Ne? Ich habe das Spiel gestartet. Dachte mir, ja gut, ne, kannst ja gleich aufnehmen. Und will mich bewegen, um so ein bisschen die Kamera auszurichten. Und ne, so, ja, wo fängst du denn an? Und mega am Ruckeln und am Leggen das Ganze hier.
Es ging gar nichts. Das war ein Ruckelfest. Meine FPS sind von 10 auf 60 und wieder zurückgesprungen. Und ich dachte schon so, oh nein, jetzt ist vorbei. Jetzt ist das Spiel an einer Grenze angekommen, wo es sagt, nö, ich will nicht mehr, das ist mir alles zu viel. Und zum Glück ist mir dann relativ schnell aufgefallen, dass ich Planet Coaster zweimal geöffnet habe. Weil ich dachte mir auch schon so, hä, warum läuft denn im Hintergrund die ganze Zeit die Musik ne, vom Hauptmenü? Aber ich bin doch schon im Spiel, jetzt ist das Spiel ganz kaputt und ja. Bis ich dann, wie gesagt, gemerkt habe, oh, hallo, Hauptmenü im zweitgeöffneten Spiel. Ja, und als ich das dann beendet habe, da funktionierte dann wieder alles ohne Probleme, zum Glück. Ich bin gerade am Überlegen, während ich hier so quassel, ob wir von hier auch noch mal so einen Blick gönnen. Oder ob wir sagen, nee, machen wir dicht. Oder gönnen wir den Blick auf den Lift. Nee, ist auch kacke, ne? Und hier wollte ich ja noch einen Zaun haben. Theoretisch reicht ja echt hier nur so ein Stück bis nach da. Warte, dann machen wir das erstmal. Dann machen wir erstmal die Station hier fertig, bevor wir uns wirklich um den Ausgang kümmern. Und die Warteschlange. Oh, meine Nase juckt. Ich glaube, das ist erst einmal eben wichtiger. So, euch nehmen wir auch mal eben mit. Das sieht auch schon wieder so schief aus. Alles schief hier. Alles schief und krumm. Also der Architekt von dem Ganzen, der gehört gehauen. So. Könnten wir hier ordentlicher noch weiter reinschieben, dass das so mittig davon rauskommt? Macht das hier an dieser Stelle Sinn? Das würde an dieser Stelle Sinn machen. Flup, flup, flup. Bitte einmal wenden. Guck mal, daran sie allein siehst du schon, wie schief es ist, ne? Dass sich der Balken sonst wohin dreht. Das ist ein richtig schön gemütlicher Anstehbereich, oder? Hier mit der Treppe. Da will man doch runterkommen. Ja, warte mal. Wenn wir den mal so ein bisschen mehr Platz gönnen. Nur gucken, wie wir das hier mit diesen Treppern machen. Die können wir auf jeden Fall weiter in die Säule schieben. Aber ich glaube, so viel Platz haben wir dafür dann nicht mehr. Oder? Ah, sie gucken leicht raus. Mache ich es mal so. Vielleicht können wir die beiden dann kaschieren. Die Stelle. Weil da sollen ja die Gäste definitiv halt nicht hin. Wenn wir da eine riesige Kiste vorstellen, ich glaube, dann haben wir schon mal die halbe Miete gewonnen hier. Kiste! Du warst doch schön. Ah, guck mal. Problem gelöst. Jetzt hier so eine richtig schöne Krempelecke mit Kisten, mit Fässern, mit allem Möglichen. Guck mal, hier kommt ja nicht die Tür hin. Ne, die ist da. So, dann vielleicht sowas noch. So. Nehmen wir, hier brauchen wir noch was Geländermäßiges, ne?
machen wir so. Dass wir hier noch irgendwie was hinmachen können, dass uns die Leute da nicht untersegeln. Brauchen wir ja hier auf der Seite auch. Aber dann haben wir das schon mal platziert. Jetzt hätte ich gerne den Filter Western. Da ist es nicht. Szenerie. So, was können wir uns denn hier Wunderbares noch schön klauen? Um das Ganze hier aufzuwerten. Was macht für mich hier halt nie Sinn, ne? So Koffer. So ein Handkarren wird Sinn machen, aber nicht in so einem ekligen Farbton. So. Der könnte hier stehen. Weil wenn das Aussteigebereich ist für die Leute, dann vielleicht auch eher nicht. Oh, hier in diese Lücke. Da könnten wir sowas reinstellen. So. Ankochgeschirr, nee, das macht alles keinen Sinn. Eine Lore, auch nicht so unbedingt. Dieses Schild, ne? Ich weiß nicht, wofür das sein soll. Plakatwand, ja. Oder könnte man hier so hinmachen? Information oder so. Fragt mich nicht. So, das hier ist doch auch perfekt. Das kann auch hier hin. Man auch. Ein Sarg noch da drauf, genau. Das wär's doch. So, du könntest dich da drauf legen. Spitzhacke. Dann könnte man hier noch ein Seil hinhängen. Das ist so Krempel, was das Ganze hier interessanter macht. So unter die Treppe. Seile gelagert. Zelte. Hier ist noch so eine komische Wanne. Ist echt einfach nur Gedöns hinstellen, ne? So ein bisschen Beleuchtung, wie sieht das aus? Wie interessant, ne? Von wo kommt das Licht? Kommt das unten von der Achterbahn? Bestimmt, ne? Aber dann können wir uns ja direkt hier mal eben um die Beleuchtung kümmern. Wenn wir es jetzt schon dunkel gemacht haben. So, und zwar muss es bei dir ja eigentlich recht hell drin sein. Können wir so tun, als würden wir die bei dir an die Decke hängen. Weil du musst was sehen. Da können wir dann noch eine Kette dran machen. Dann könnten wir hier so eine Lampe auf den Wagen stellen. Überhaupt mal wieder nicht da, wo ich sie haben will. Dann könnte hier eine stehen. Also der Versuch, hier Licht reinzubringen. Vor allem halt gelbes Licht. Wir müssen mal den Filter wieder wegmachen. Weil ich brauche diese Wandgedönsens. Die waren aber im Gebäude, nicht hier. Das ist auch echt teilweise dämlich gemacht. So, die hier wollte ich nämlich. Zaubern wir uns nämlich jetzt wieder eine unserer beliebten Wandbeleuchtungen hier hin. So. Lupsi. Und
Wo ist mein Lämpchen, was da so schön dran hängt? Ich hatten wir, glaube ich. Ne, nee, wir hatten hier die. Oder? Jetzt bin ich verwirrt. Nee, die hatten wir. Oh, wir speichern wieder. Mhm, sehr schön. Hast du... Ob von der Höhe... Na, nicht ganz. Von der Höhe müssen wir noch ein Stück wieder hoch. Ein Stück wieder zurück. Und wieder ein Stück runter. So. Dann können wir uns das nämlich jetzt schön durch die Gegend kopieren. Einmal hier hin. Einmal dorthin. Wir übertreiben jetzt überhaupt nicht, ne? Einmal hier dran. Oh. Ja, das funktioniert gut. Habe ich ja alles toll gebaut. Wirklich. Warum ist das schief? So, nee, nicht Steuerung X. Ich wollte euch nur so verschieben. Guck mal, wie schief das ist. Die passen alle, hä? Einfach nicht nachfragen. Einfach machen. Ja, jetzt auch, ne? Ah ja, fast. So. Haben wir da schon mal Beleuchtung? Jetzt bin ich aber überlegen, ob wir das auf die andere Seite auch noch machen. Wir können das auf jeden Fall hier noch hinmachen. Da würde einer reichen. Wenn wir dich jetzt hier rüber holen. Wo ist die Säule? Mal, dann haben wir doch hier schon mal wunderbares Lichterfest. So. Noch einer sollte ja reichen. Dann ist die Station beleuchtet genug. So. Ich habe schon gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht, aber dachte mir, ja, das täuscht bestimmt wieder. Das ist wieder nur die Optik, aber nein, diesmal stimmt wirklich was nicht. So, du gehst, aber ja, es ist okay. Ich finde, der Rest ist eigentlich, nee, nicht okay beleuchtet. Kommen Sie mal her. In einer Wand ist auch noch ein bisschen duster. Ja, warte, machen wir den. Machen wir auch jeden zweiten vielleicht. Und wir brauchen noch Beschilderung. So. Dahin. Ja, der nächste wäre an der Treppe. Da müssen wir dann hier oben irgendwo hin machen. Ich hänge sie mal dahin. So, weil da müssen wir ja auch wie da hinten an der Treppe die Wand höher ziehen. Gut. Damit hätten wir die Stationsbeleuchtung auch. Ich glaube, das ist hell genug. Man sieht auf jeden Fall was.
Das ist die Hauptsache. Man sieht auf jeden Fall was. Dann könnten wir theoretisch in der nächsten Folge hier den Deckel drauf machen. Weil Dekoration, ja, ich wüsste halt nicht, was noch sonst hier so hin, ne? Es ist halt eine Mine. So. Ich bin da irgendwann aber auch ideenlos. Also, Planet Coaster selber bietet da ja leider nicht allzu viele Objekte. Man hat schon eine Menge, definitiv, aber ich will mehr. Ich will mehr. Ja, wir haben das Tool, die Toolkit-Objekte, dadurch haben wir unendlich viele mehr, weil die Leute kreieren und gestalten wie die Wilden und auch richtig coole Sachen. Aber wenn die nicht so viel Performance fressen würden und das Problem wäre, dass halt jeder, der dann sich den Park angucken will, gezwungen ist, die dann ja auch runterzuladen und alles. Das ist halt so die Kacke da dran. Sonst würde ich auch Toolkit-Objekte ohne Ende benutzen. Aber ja, ne, ihr kennt meine Meinung. Wie gesagt, nächste Folge Deckel drauf. Zumindest was die Station angeht. Dann kümmern wir uns, denke ich mal, erstmal um den Ausgang. Und wenn wir den fertig haben, dann kümmern wir uns um die Warteschlange. Wir können dann den Berg hier wieder zumachen. Und dann sind wir mit der Wasserbahn soweit endlich durch. Cool. Ich bedanke mich dann an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü.